Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder in F1 2016, in meiner Solo-Karriere. Und diesmal geht es um den großen Preis von Abu Dhabi. Ja, ihr seht richtig, der große Preis von Abu Dhabi. Das Brasilien-Rennen habe ich leider nicht aufgezeichnet. Ich habe da wohl irgendwas falsch gemacht. Hätte zwar angefangen aufzuzeichnen, aber dann plötzlich aufgehört. Von daher kann ich euch es leider nicht zeigen. Qualifying lief dort extrem gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da einen 10. Platz erreiche. Im großen Preis von Brasilien. War ich sehr zufrieden. Das Rennen selbst lief dann leider nicht so glücklich. Es gab Regen. Und ich hatte meiner Meinung nach einen Boxenstopp auch zu viel, den ich mir hätte sparen können. Somit bin ich leider auf dem 17. Platz, glaube ich, war es, ja, 17. rausgekommen. Immer noch gut, also über der Platzierung. Ich sollte als 18. Ins Ziel kommen, als 19. glaube ich sogar. Waren vor unserem Teamkollegen Marcus Ericsson. Also das war soweit okay. Ja, für alle, die es gesehen haben, Ferrari hat mich rausgeschmissen. Danke, Ferrari. Ich musste dann das Team wechseln auf Sauber F1. Worüber ich mich auch freue. Bin sehr gespannt, wie es ist mit so einem kleinen Team. Wir sind auch das letzte Team von der Performance her. Was man mit dem Team in der nächsten Saison noch rausholen kann. Weil die Saison ist natürlich vorbei. Das letzte Rennen jetzt Abu Dhabi. Und bin sehr gespannt, wie der weitere Verlauf ist. Würde ich sagen, reden wir auch nicht weiter drum rum. Starten wir gleich den Laptop. Und ja, ich kann noch kurz sagen, die Forschung habe ich eingestellt. Es gibt dafür einen Bonus von 25% für die nächste Saison. Ich dachte mir, das bringt jetzt eh nichts mehr, in dieser Saison noch zu forschen. Von daher ziehen wir alles in die nächste Saison. Kriegen dann noch ein paar Extra-Punkte, dass wir die Motorleistung vielleicht mal erhöhen können. Aber wie ihr hier seht, das Sauber F1-Team ist ganz unten. Also da müssen wir noch einiges schaffen. So, hier seht ihr nochmal den Rennverlauf. So, ich bin ja dank meiner Karriere bei Ferrari auf dem 4. Platz aktuell noch. So, den werde ich aber wohl im letzten Rennen an Daniel Ricciardo abgeben. Und vielleicht auch, wovon ich mal ausgehe, an Max Verstappen, sodass wir uns auf dem 6. Platz einreihen werden. Denke ich mal. Weil die Punkte werden wir nicht kommen, weil wir haben hier in Abu Dhabi keine Chance gegen die anderen Teams. Die sind dann einiges schneller. Deswegen starten wir auch ziemlich weit hinten. Ja, ich würde sagen, wir starten mal das Rennen. Viel Spaß. Die Dunkelheit bricht herein in Abu Dhabi, doch für die 11 Teams auf der Strecke ist noch lange nicht Feierabend. Die Flutlichter sind an und wir bereiten uns auf das letzte Rennen der Saison vor. Seit dem Debüt 2009 haben wir hier spektakuläre Momente erlebt. Werden wir auch heute wieder verzaubert? Die Fahrer werden heute auf der Insel Yas von 21 Kurven mit einer runden Länge von 5,4 Kilometer begrüßt. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen in den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Zum letzten Mal in dieser Saison darf ich neben mir Stefan Römer begrüßen. Was war das nur für ein Jahr, Stefan? Es hat richtig Spaß gemacht. Wie fühlst du dich jetzt, wo wir so kurz vor dem Finale stehen? Es war eine atemberaubende Formel-1-Saison und ich glaube, dass es heute Nacht noch einmal richtig zur Sache gehen wird. Wir sind um die ganze Welt gereist, aber es ist immer noch alles offen und heute wird die Entscheidung fallen. Es ist immer wieder aufregend, nach Abu Dhabi zu kommen und ich hoffe, wir erleben heute den krönenden Abschluss einer ganz besonderen Saison. Ende der Saison. Bringen wir sie mit einem Höhepunkt zu Ende.
Und? Dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Raikkonen, Nico Rosberg und Ricardo. Hülkenberg, Sainz Junior, Perez und Esteban Gutierrez. Grosjean, Kvyat, Jensen Button und Wehrlein. Hayato, Bottas, Jolyon Palmer und Fernando Alonso. Magnussen und ein Sauber, Felipe Massa und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, da sind wir wieder. Schauen wir uns mal unsere Strategie an. Wir beginnen mit Supersoft, wechseln auf Supersoft und dann auf weiche Reifen. Okay. Ich würde aber gern ultra weiche fahren, also ultra soft, ehrlich gesagt. Natürlich nicht so eine lange Lebensdauer. 7 Runden. Sekunden mehr hier. Ich glaube, das könnte uns vielleicht einen Vorteil bringen, wenn wir länger auf Supersoft bleiben. Ja. Wir nehmen mal die 3-Stop-Variante und schauen mal, wie diese funktioniert. Gut. Dann wünsche ich viel Glück und ich wünsche euch viel Spaß im Rennen. Start schon mal ohne Schäden absolviert, das war schon mal gut. Die Kampflinie fahren hier. Da vorne geht es aber ab. Das war knapp. Ui! Sie war abgeschossen, ey. Das war ganz knapp für uns. Dann können wir schnell auf Mager machen. Und der Safety Car Phase. So, 2 Plätze gut gemacht. Sehr schön. Start ist geglückt. Oh, oh. Sorry. Scheiße.
Nicht gut, Markus. Ah, Scheiße. Mann. Leute, ey. Bremst hier dann da immer so toll. Scheiße. Oh, jetzt komme ich hier auch nicht mal rum, ey. Glaub's nicht, ey. Ach, ja, das war's. Da haben wir keine Chance mehr, gute Platzierung zu kriegen. Ja, das ärgert mich. Fallen schön auf den letzten Platz. Sehr gut, fast letzten Platz. Vorletzten. Ziel muss sein, vor unseren Kollegen zu kommen. Alles andere ist sowieso egal. Und so ist letzter Rennen. Ja, wenn es ein Abu Dhabi nicht trocken bleibt, dann weiß ich auch nicht. So, da ist unser Teamkollege zu sehen. Den können wir noch kriegen, dann ist aber auch fast Schluss mit Überholen.
gleich mal rein, weil er voll ist. Ah, scheiße. Ich ablenke. Runde 7 bis 9. Okay. Teamziel haben wir quasi erfüllt, 21. Platz, da sieht man schon mal, dass wir da echt keine Chance haben. Also, so sieht man auch mal immer diese Curve, ich kann es nicht. Muss man sich mal auch mal einen Platz zufrieden geben, auch wenn ich natürlich mehr will. Sind die Reifen gut? Alles in Ordnung. So, dann haben wir passiert. Damals unser Teamkollege, Digga. Davor ist Bottas. Mhm. Krieg ich jetzt DRS? Ja, sehr schön. Oben uns reicht. Oh, das sieht gut aus. Schön vorbeigekommen. Sehr schön. Das sehe ich auch, Jungs. Auch dass er nicht schneller ist. Ja. Bitte schon, dass wir jetzt langsam abbauen. Die Bottas kommen nicht so richtig ran. Leider. Wo komme ich dann raus? Ups. 19.
So, gucken wir mal, vom Teamkollegen bleiben wir nicht. Wird eng auf jeden Fall. Mhm. 7 Sekunden. Boxenstopp noch. Oh, interessant. Also wir kommen vom Teamkollegen ganz knapp raus. Sehr gut. Wenn wir mal eine Chance gegen Alonso haben. Mal gespannt. Ich weg. Ich vergeige die Linien total. So, nächster Boxenstopp in 7 Runden frühestens. Das wird dann der letzte. Platz gut gemacht, sehr schön. Boah. Kommt er viel zu weit. Ein bisschen verteidigen. Oh, ist aufgefallen. Scheiße. Schon wieder.
wieder über die Kurve. So. So, dann den 17. Platz erreichen oder auf dem bleiben hier, dann wäre das schon mal Erfolg. Ist ja auch ganz schön ackern. Ich merke auch nicht, dass der Dichter hinter mir ist. Diesmal, mein Teamkollege ist diesmal aber auch früh an der Box. Ich muss erst in 4 Runden. Oh, der ist scheiße. Wieder DRS, sehr schön. Räkeln ist auf Platz 1. Mhm. Ja, der mal einen Platz eingenommen hat. Verbremst. Kacke. Ja, ich weiß. Bremst. Zu sehr auf mein Benzingemisch konzentriert.
bremst. Bottas haben wir keine Chance. Scheinbar. So, wir eine perfekte Runde fahren. Das sind sicher immer noch schneller als ich. So, genau die Hälfte rum. Zeichnen sie auch schon mal ab, dass wir keine Chance nach oben haben. Da ist das Auto leider zu schwach, da kann ich zu wenig rausholen. Aber vielleicht haben wir eine ganz gute Boxenstrategie. Status Teamkollege. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Palmer und Ricardo. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 26,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,47,8. Rennstrategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen, noch ein Boxenstopp. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich nächste Runde. Wetterbericht. Wir werden als 20. rauskommen.
Lassen wir nochmal auf Fett, stellen kurz vom Boxenstopp um. Gegen Bottas haben wir keine Chance, leider. So, letzter Boxenstopp. Vom Teamkollege bleiben wir auf jeden Fall. So, letzter Boxenstopp. Zustand des Autos. Wollte ich nicht. Zustand des Autos. Ich voll raus hier. Scheiße. So, Konzentration nochmal hier 10 Runden.
Jetzt ziehen wir ein paar mal vorbei. Okay, vom Teamkollegen bleiben wir auf jeden Fall. Jetzt sowieso. Da haben wir Glück, unsere Boxenstrategie ganz gut war. Alonso kommen wir ein bisschen ran. Und so weiter. Komischerweise deswegen, weil er auch super soft fährt. Wir nur auch soft. Dann ist er auf jeden Fall langsamer als wir. Generell gesprochen. Wenn wir den Platz noch kriegen, dann sind wir wieder Platz 18. Sehr schön. Oh, der biegt auch ab in die Box. Sehr schön. Wieder Bottas vor uns. Ja, die Reifen werden jetzt, denke ich, auch noch durchhalten. Sehen gut aus. Dann können wir den Kurs hier ein bisschen besser zurecht gerade. Das bleibt so. Ja, scheiße, verbremst. Komm, sag ich, bremse ich mich wieder. Den Bremspunkten hier ist auch nicht so einfach. So, Team C haben wir auf jeden Fall drei Plätze gut gemacht. Das ist schon mal gut.
Also an Bottas kommen wir nicht ran. Da haben wir keine Chance. Aber wie gesagt, ist auch nicht unsere Liga. Teamziel ist erreicht bisher. Das ist das Wichtige. So, 6 Runden haben wir noch. Zeit mit den Supersofts, Ultrasofts kommen wir natürlich nicht ran. Ganz klar. Sehr gut. War leider langsamer als mein Vordermann, glaube ich. Und er hat auch gewechselt gerade. Nicht mehr Bottas, sondern Massa. Interessant. Massa ist sogar auch super soft. Geht. Wollen Sie ihn schon? Oh, sag ich meinem Teamkollegen. Status Teamkollege. Markus ist in allen drei Sektoren langsamer als du. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 32,9 Sekunden. Boah. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 47,9. Gut, das war echt langsam. Schade. Komm Team Buddy, gib Gas.
Massa kommt da auch nicht richtig ran, leider. Schade. Ja, kann doch kommen. Sah jetzt nicht so aus, der Kater vor mir. Wie gesagt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 34,3 Sekunden. Ach, Scheiße, verbremst. Der Teamkollege muss ja dann auch irgendwas haben. Schon wieder wesentlich langsamer als ich. Standard. Nein! Ah, Mist! Wieder eine Strafe. Scheiße. Ah, jetzt sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Kacke. Voll. Das heißt, wir müssen nach hinten noch 3 Sekunden bei haben. Haben wir aktuell auch. Wir haben nach vorne keine Chance, das werden wir überholen. 3 Sekunden von uns wegzufahren. Schaffen wir sowieso nicht. Geschweige denn überholen. Ah, das ist ärgerlich. Ärgerlich. Ja. Und beeinträchtigt uns nicht, zum Glück. Mit 12 Sekunden Vorsprung, sehr gut. Mit 12? Was ist das? Ja, kann sein. Ja, kann ich auch ganz entspannt fahren. Vorne haben wir keine Chance mehr. Wie gesagt, wenn, schaffen wir eh nicht, da 3 Sekunden weg von wegzufahren. Also geben wir uns mit dem Ergebnis zufrieden. Nö, mach ich nicht. Ist ja eh nicht mehr viel. Also eine Runde nur noch.
Letzte Runde. Schon zum Ziel, ist klar. Ja, wohl der Richtige meinen Platz eingenommen. Da fliegt schon das Feuerwerk. Jo, das war's. Gut gemacht, tolles Finish. Du hast dich verbessert und hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Danke, danke. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt, aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Felipe Massa. Für mich war das eine herausragende Leistung, die seiner nicht unwesentlichen Erfahrung zu verdanken ist. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Jo, ich würde sagen, Team ist zufrieden. Und daher können wir auch zufrieden sein. Muss halt seine Ansprüche erstmal ein bisschen herunterschrauben, wenn man von Ferrari auf Sauber wechselt. So, das mal an, also wie ich es mir gedacht habe. Wir beenden die WM als Sechster. Gut, schauen wir uns nochmal die Punkte an. So, 851 Ressourcenpunkte. Gehen wir noch 120% drauf. Sehr gut. Hier werden wir auch ablosen natürlich. Wie gesagt, Ricardo ist natürlich nicht zu schlagen für uns. Man sehen kann. So, im Team sind wir gut auf jeden Fall. Yeah. So, da ist eine Fahrermeisterschaft, das ist natürlich, weil ich das Team gewechselt habe. Das macht natürlich keinen Sinn, Vierter zu werden. Gut, schauen wir Karrierepunkte nochmal an.
So, einiges dazugekriegt, keine Rückblenden ausgelöst, Punkte dazu bekommen. Gut, dann ist die WM auch vorbei. So Christian, leider bleiben deine Leistungen hinter den Erwartungen des Teams zurück und du konntest bei der Fahrermeisterschaft nur den 6. Platz erreichen. Du und dein Teamkollege Markus Eriksson haben auch Punkte gesammelt, dass wir in der Konstrukteurrangliste den Rang 9 belegt haben. Wir sind uns sicher, dass dies nur ein temporärer Rückschlag ist und dass du in der nächsten Saison wieder zu deiner Form zurückfindest. Ja, das ist durch das Spiel ein bisschen dämlich gemacht, ne? Sauber kann natürlich nicht schon. Bei Ferrari, ja, da war das ja auf Platz 4 sind, kann natürlich nicht sauber auch erwarten, weil das Auto es natürlich gar nicht hergibt. So. Naja, ist wie es ist. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann machen wir mal nächste Saison. So, können wir nochmal die Rennpositionen sehen. Die ersten drei Rennen habe ich gewonnen. Dann großer Preis in Russland, total Schaden gehabt, 20, dann wieder gewonnen. Und die nächsten Rennen waren, naja, Position. Qualifiziert und also, naja, das Quartier, weil ich mir den Schaden zugezogen habe. So, und dann lief's King's Back up. Ein bisschen. Gut. Dann schießen wir mal in die nächste Saison. 2017. So, neue Saison beginnen. Guten Tag Christian, die neue Saison steht in den Startlöchern und da du entschieden hast, früh mit der Entwicklung aufzuhören, stehen dir zusätzlich 59 Ressourcenpunkte zur Verfügung. Das Team freut sich schon auf deine Erfolge. Herzlich bist du sauber als Team. Yeah! Sehr gut. Dann können wir nämlich gleich forschen, das hoffentlich in den Motor stecken. Sehr schön. Wir brauchen unbedingt Ressourcenpunkte, wie man sehen kann. Also richtig abgeschlagen. Frage, was wir machen. Chassisgewicht bringt noch mal mehr. Motor bringt gar nichts und so viel. Und Gewicht ist alles. Also würde ich sagen, dass wir dann auch mal das Chassisgewicht nehmen. Ja. Ne. Forschen wir mal das Chassisgewicht. Upgrade entwickeln. Sehr schön. So, dann kriegen wir wieder schön Push nach oben. Wenn wir dann nochmal das Chassisgewicht machen, was wir auf jeden Fall dann beim nächsten Rennen machen können, kriegen wir schon mal einen Push nach oben auf jeden Fall. Gut, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wie über ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Und wünsche euch wie immer einen schönen Sonntag. Bis denn.